Gegenstand hier, bla bla bla. Lichtschwert des Kriegers. MK1 Fokus des Schülers. Nee, ich guck mal. Ja, gut. Das ist halt das alles. Roter Lichtschwertkristall. Farbkristall zweiten Grades. Der hat Wert 8. Bei dem gar nichts. Nee, ich will den nicht verkaufen. Hä? Hallo? Ich will das jetzt... doch, scheiß drauf. Ich rüste das jetzt auf. Ist ja egal. Ich finde noch genug davon. So, das haben wir jetzt gemacht. Aber irgendwie... Akkad, Gegenstandsmodifikator. Aktiviere das Wissensobjekt, um etwas über Modifikation zu erfahren. Hab ich doch. Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Das ist eine Quest. Wie soll... Hä? Fette, gib mir mal Ausrüstung von dir. Ich modifiziere was von dir. Gib mir... Die Waffe kann ich nicht modifizieren. Gib mir mal deine Billo-Hose. Okay. Meine läuft gerade in Unterwäsche rum. Geil. Ey, Dago. Die läuft ja gerade wirklich nur in Slip und Dingensbums. Was hast du eingestellt? Ich hab da gerade die Rüstung ausgezogen. Ich darf das auch mal machen. Färbemodul. Kann verkauft werden. Okay, der ihre Brustplatte. Und die Hose kann ich nicht aufwerten. Aber anscheinend das, das und das. Nö. Ich verstehe das nicht. Wie macht... Hä? Aufwertung. Aufwertungskit. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich habe mein Schwert aufgewertet, aber irgendwie nimmt er das nicht an. Wie nimmt er das nicht an? Was meinst du mit nicht annehmen? Die Aufwertung nimmt er irgendwie nicht an. Ich verstehe das gerade nicht so wirklich. Hey, wenn du es da reingezogen hast, dann ist es automatisch angenommen. Aber nicht die Quest. Ach, du sollst nicht das aufrüsten, du sollst daneben mit dem Terminal ansprechen. Ach so. Habe ich auch falsch gemacht. Ah, jetzt.
Gefunden? Mhm. Das war ein bisschen verwirrend, habe ich auch anders gemacht. Und was habe ich da jetzt bekommen? Irgendeinen Lappen. Wird beim Ausrüsten gebunden. Waffen und Ausrüstung verbessern. So, jetzt will ich gucken. Charakter, mein Lichtschwert macht jetzt immer noch so viel Damage. Wer weiß, ist mir leider. Quest abgegeben. Jetzt habe ich nur die Hauptquest. Na dann. Ach so, meine liebe Fette. Hier ein Geschenk für dich. Hey, danke. Hier steht ein Rancor. Das Lustige ist, wenn 100 Pro, wenn ich jetzt die Minimap vergrößere, ich habe auch wieder Haufen Nebenquests. Nö. Toll. Von allen höheren Lehranstalten ist das hier sicher die gruseligste. Na, das kannst du laut sagen, aber ich finde das geil. So, Ebene 2, Nebenquest. Nein. Uff, Alter, ich schwitze mich schon wieder in den Tod. Ihr Mörder! Mein Vater war ein treuer Traditionalist und er war besonders streng mit mir. Aber wir sind eine Familie. Dachtet ihr, ihr würdet mit dem Mord an ihm durchkommen? Die Konsequenzen interessieren mich nicht. Dann gebt ihr es also zu. Ihr habt ihn getötet. Woher sollte ich sonst seinen Ring haben? Seht ihr? Ich werde diesen Ring von eurem rauchenden Leichnam reißen. Oh, Kampf, komm! Ja, ja, hier, euer kämpfen! Ring kommt zur Sammlung. Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr ihm das Leben nahmt. Heul leise! Na! Beeindruckend. Du hast nicht nur die Kooperation der Twi'lek erlangt, sondern auch deine Aufgabe erfüllt und das alte Lichtschwert gefunden. Ja, das gehört jetzt mir. Vemrin war nicht in meinem Gemach, wie ich es befohlen hatte. Ich gehe davon aus, dass er dich aufhalten und die alte Waffe für sich haben wollte. So ist es. Sollen die Bestien im Grab seine Leiche fressen? Bravo. Du hast wirklich die Möglichkeit, einer der besten Sith in der Galaxis zu werden. Deine Prüfungen sind vorüber. Du bist jetzt mein Schüler. Das hat lange genug gedauert. Achte auf deinen Ton, junger Alter. Fette, stimmt zu. Das alles ist nur der Anfang. Mit dir als meiner rechten Hand werden wir den Feinden des Imperiums Angst einflößen. Ich muss mich mit dem Imperator treffen und ihm von deinen Fortschritten berichten. Mit diesem Fährenticket kommst du nach Drom und Kaas. Triff mich dort in der Zitadelle. Richte dem Imperator meine Grüße aus. Ich bin sicher, er wird sich sehr darüber freuen. Betrachte die Twi'lek-Sklavin als mein Geschenk. Tu mit ihr, was du willst. Wenn sie nützlich ist, kannst du sie auch nach Drom und Kaas mitnehmen. Ja, fette Anpassung 1. Erfordert ein Crewmitglied Erscheinungsberechtigung, was? Wird beim Aufnehmen gebunden. Storygefährte. Fette Anpassung 3, 2, 1. Schön. Und was davon ist jetzt. Hä?
Du kannst eins aussuchen davon. Naja. Ja, ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, was es bringen soll. Naja, weil das eine sieht halt, also fette Anpassung 1 ist halt so Feuer im Hintergrund. Das zweite ist ja so lila Seifenblasen, sag ich jetzt mal. Und das andere ist die Wahrnehmung Gold. Der Gegner, würde ich sagen. Verwirrung oder Wahrnehmung. Das andere ist Gold. Ich will halt wissen, was das genau ist. Ah, warte. Nee, doch nicht. Hä? Boah, ich nehme jetzt einfach das Goldene, weil das gut aussieht. Annehmen. Gefährteneinfluss. Gut. Und jetzt muss ich mir angucken, was das genau ist. Vermächtnis. Freigeschalten, Vermächtnis erstellt. Vermächtnisname. Oh mein Gott. Die Mitglieder deines Vermächtnisses teilen sich nicht nur einen bleibenden Namen, sondern können auch bald neue Spezies für neue Charaktere freischalten. Erhöhte Attribute erhalten und sogar mächtige Fähigkeiten von ihren Ahnen erhalten. Vermächtnisname. Lord Eik. So. Ach du Heimatland. Hey, aber wo hast du. Wie kannst du das mit dem Vermächtnis machen? Das war gerade Abschluss der Quest bei mir. Das ist jetzt bei oben bei dem Reiter, wo das Männchen ist, bei mir unter Gefechtsgeschick. Steht bei mir Vermächtnis. Aber irgendwie hat der Lord Eik nicht angenommen, hä? Ach, Vermächtnis, ja, und dann? Erstellen? Da kann ich aber nichts draufklicken. Warte mal ganz kurz. Verstoßung der Verstoßen, fettes Drohung, Datakronmeister von Korriban, die letzte Prüfung. Aktuellste Erfolge der Kategorie Festung. Jetzt kann ich mir dort da was aussuchen. Flashpoint, Festung, PvP, Operation, Raumjäger, Ort, Gefährten, Vermächtnis, Event, tägliche Mission, hä? Kraftakte, Kriegsbeute, bla bla. Ich würde gern, da wo ich das meiste habe, sind Orte. Schon wieder 18.000 Credits. Ja, ich habe mir gerade die. Ich habe nur noch 825, weil ich mir die zweite Erweiterung geholt habe. Ich verstehe das hier jetzt gerade aber auch nicht. Orte 1, Korriban 43%. Akolyten und Sklaven, Bestien, Erkundung, ach du Scheiße. Story-Mission gerade mal 10 von 45. Helden-Mission 0 von 25. Allgemein 0 von 35. Ich glaube, auf Korriban gibt es noch einiges zu machen. Klar, ich habe auch ziemlich viele rote Wände gesehen. Aber da kommen wir halt noch nicht rein. Nee, da kommen wir später hin. Kartenmünzen, 20 Stück, eine Karte der Zukunft. Du hast alle Story-Missionen des Sith Inquisitors auf Korriban abgeschlossen. 0 von 1, eine Karte der Zukunft. Bewaffnet und gefährlich. Die habe ich komplett abgeschlossen. Die auch? Mit den Holocrons? Ich brauche noch einen Sith-Titel. Wissenshüter von Korriban. Shirak muss ich noch klatschen. Und 0 von 3 Druiden gefunden. MCR 99 Druiden auf Korriban gefunden. Aber ich kann irgendwie Sith-Krieger? Feinde besiegt. 130 von 1000 Feinde besiegt. Das sind einfach Zeitvertreibsaufgaben. Ja, das war die fette. Und ich sehe, was es hier noch für Leute gibt.
irgendein Bronmark, ein Jease Wilsam, die sieht sexy aus, ein Pierce, nee, den nicht, und ein Malawai Quinn. Nee, ich würde ja diese Jease Wilsam gerne mal so kennenlernen. Stufe 50, als Kopfgeldjäger. Ach du Heimatland. Ach du Scheiße. Ich kann damit jetzt ehrlich gesagt auch nichts anfangen. Weil. Und so. Du kannst diesen Gegenstand mit deinem Abonnenten berechtigt nicht verwenden oder ausrüsten. Erfordert eine Crewmitglied-Erscheinungsberechtigung. Ja, und da muss man Abonnent sein. Danke, Star Wars. Mann. Okay, willst du mal was wissen? Meine nächste Quest ist fort von Korriban. Ja, und wohin? Zur imperialen Flotte. Aber ich guck jetzt hier nochmal alles ab, ob irgendwo eine Nebenquest ist. Also die Zeit nehme ich mir jetzt noch. So viel Zeit muss sein. Hier unten ist nichts mehr in der Akademie. Oh, nein. Oh, nein. Chat aus. Aus. Pfui. So, hier draußen geht's halt nur dort weiter. Mir wird auch nichts mehr in den Grabkammern angezeigt. Dann fahren wir jetzt noch eine Taxe. Draußen noch was gibt. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Fette, warum kommst du nicht mit? Die spawnt bei dir dann, die ist leider nicht im Taxi. So eine blöde Kuh. Jetzt mag ich die nicht mehr. Die nimmt den entspannteren Weg, einfach Teleportation. Eigentlich auch machen. Ich hab die Rubrik bei meinen Fähigkeiten drin. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nö. Nö, gibt's auch nichts. Also Taxi zurück. Zeige alle autorisierten Ziele. Dahin. Also hast du zurzeit auch nichts mehr hier zu tun. Nee, ich will aber jetzt noch meine letzten XP voll haben. Auf Level 17 kommen. Wenigstens das noch machen. Wie viele sind da? Schau mal unten. 5000. Okay, das geht sogar. Ich bin kurz auf Klo. Ja. Gegenstandswert anpassen. Ein Apropos anpassen. Hier, Hübsche. Kriegst du was? Das ist toll, danke. Ich weiß. Ist extra für dich aufgehoben. Person heilen, Tank Schaden. Oh, nein, kein Schrott verkaufen. Ich hab auch nichts im Inventar. Geronimo! Ey, hier eins. Vielleicht geht's besser. Weiß wie fährt. Lol, ich hab ein Doppellicht.
Alles klar. Ja. Ich sehe jetzt auch erstmal was, also das ruhig weiter leveln. Ja, mache ich jetzt auch, weil ich habe gerade von eben ein Doppellichtschwert gekriegt. Wie von einem? Ich habe so ein aus dem Grab eben umgehauen und ich habe ein frühzeitliches Verehrer-Doppellichtschwert bekommen. Ich kann es aber nicht verwenden, weil ich nur Einhandlichtschwertkämpfer bin. Ich bin Doppellichtschwertkämpfer und kann es auch nicht verwenden. Ich habe dasselbe Icon. Erfordert halt Doppellichtschwert und ab Stufe 15, ja. Und darunter müsste noch stehen, erfordert Dunkel 1 oder höher. Ja. Ja, und das ist mein Problem. Ach, ich vertick das dann. Ich kann es ja nicht verwenden. Ich kann keine Doppellichtschwerterkämpfe machen hier. Das kann man nicht verwenden. Nee, ich habe extra nur mit einem Lichtschwert. Hey, ich spezialisiere mich auf Doppel. Mach das, geh erst mal essen. Wartest du, bis, bevor du reist? Natürlich. Danke. So, Strafe der Wachen. Nice. Ja. Läuft gerade bei mir. Aber Stufe 17 erreicht. Und da Dako ja gerade essen ist, machen wir noch ein bisschen weiter, ja. Schade, dass ich die Machtblitze nicht einsetzen kann, aber ja gut. Ja.
hätte dich mal nicht mit mir angelegt. Ich würde gerne noch die eine oder andere Nebenquest machen, wenn es hier sowas geben würde. Aber anscheinend gibt es hier nichts mehr. Das ist schade. Könnten höchstens noch mal hinten im anderen Grab lunzen, ob es da was gibt. Drückt mir die Daumen, denn... ja. Ui, boing, boing, boing. Was ist denn das hier? Koltohülle, okay. Oh, hier gibt's aber auch nichts mehr. Schade. Was machen wir da jetzt? Wir haben... oh, was? Warte, stopp hier, genau. Austauschen. Und kleine Fette. Die kann das nicht anziehen, schade. Mist. Mist, Mist, Mist. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Komm, verkauf, ist mir egal. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Gerne. Ey, das war aber knapp. Haha, ich wusste es. Oha. Nein, aber das hier. Leuchtender grüner Kristall war klar. Kartenmenü. Gefährten. Das müssen wir immer vergleichen. Fettes Hose, Wert 20, 65 Rüstung. Nein, die Hose ist besser. Einfache Entschlossenheitsstim. Nein. So. Was, Freezer? Freezer Gold Doku oder so, alles klar. Ja, was machen wir jetzt noch? Die Folge ist auch lang genug. Die könnte ich jetzt hier eigentlich beenden. Und in der nächsten Folge können wir dann Korriban fürs Erste verlassen. Und ja, flatteritatschen zum nächsten Planeten. Zur Raumstation, was wo uns auf der Weg immer hinführt. Und was soll ich sagen, ich feiere das Spiel. Ich feiere es einfach nur. So, ich würde sagen, dann... ich muss da eh mit dem hier quatschen. Bleibe ich hier stehen und das war's mit der Folge. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.